Eine Rettung, Feldwebel? Ich verzeichne den Namen in meinem Hauptbuch. Nicht dieses Mal. Gouverneurin Salvi will keine offiziellen Aufzeichnungen. Wirklich? Na schön. Die Gouverneurin ist in ihrer Amtsstube. Spricht mit Gouverneurin Salvi. Wo ist sie denn? Wenn man sich... Immer nochmal schamlos Werbung. Wenn man die versteckte Quest bei uns auf dem Kanal mal guckt, dann wird man diese ganze Geschichte hier mit der Salvi, mit der Gouverneurin Salvi, nochmal von der anderen Seite sich anschauen können. Mhm. Nicht? Das ist Syndilus Agala. Mit dem können wir auch mal sprechen. Es ist ungewöhnlich für die Gouverneurin, Dinge in den offiziellen Aufzeichnungen nicht zu erwähnen. Aber ich arbeite ihr nur zu. Ihr geht jetzt besser hinein und sprecht mit der Gouverneurin. Was macht ihr hier? Sedanen ist der wichtigste Zugangshafen von Wardenfell. Ich vermerke sämtliche Neuankömmlinge, damit das Tribunal weiß, wer so alles durch dieses schöne Land tänzelt. Eine wesentlich angesehenere Aufgabe als meine Anstrengungen für die Goldküstenhandelskompanie. Ihr habt früher für die Goldküstenhandelskompanie gearbeitet? Vor langer Zeit in einem anderen Leben diente ich der Kompanie genau hier auf Wardenfell als Angestellter. Ich habe dabei geholfen, viele dieser schönen Bauten im kaiserlichen Stil zu errichten, die ihr hier seht. Ich muss das Haus Hölalu beeindruckt haben, denn es bot mir diese bedeutende Stellung an. Arbeitet ihr denn gern für die Dunkelelfen? In weiten Teilen. Manchmal kostet es mich aber schon allergrößte Mühe, nicht den einen oder anderen dieser spitzohrigen Prahlhanse zu erwürgen. Beispielsweise erinnert sich nie jemand an sein Sternzeichen. Manche versuchen sogar bei wiederholten Besuchen andere Antworten zu geben. Als ob mir das nicht auffallen würde. Lebt wohl. Ich schau. Keine Stimme mehr. Was bitte? Ich schau mal hier. Rieslav, der Rechtschaffene. Wir lesen jetzt nicht alle Bücher vor. Dann, dann wird das ein 1000-Folgen-Let's Play. Was für ein? Ein 1000-Folgen-Let's Play. Ein goldenes Kind untersuchen. So Zettel könnte man ja durchlesen. Dass ihr das Licht verdunkelt, war ein wahrer Segen für unsere heiligen Pläne. Wir trieben das Piratenschiff in die Felsen und befreiten jene, die unrechtmäßig eingesperrt waren. Die betäubten Wachen schliefen die ganze Zeit, wie wir beabsichtigt hatten. Sorgt euch nicht über Verluste von Leben. Die Unschuldigen überlebten und die Bösen starben. Führt euch eure gerechte Belohnung mit dieser Nachricht vor Augen und macht euren Frieden damit. Ihr sollt uns an diesen Worten erkennen. Das Ende der Worte ist einem Sivi! Ja, ich verweise euch nochmal bitte auf die vergessene oder die verschollene, nein, die versteckte Quest bei uns auf unserem Kanal. Da wird einem Sivi und alles geklärt. Auch das, die ganze Quest, musst du gucken. Ja, jetzt in diesem, jetzt müsst ihr rüber sofort auf das andere Video. Okay. Denn das Ende der Worte ist einem Sivi. Genau. So, ja. Vor 15 Jahren hast du hier auch alles mitgenommen, was nicht bei drauf in Bäumen war. Hier kann man jetzt die Dinge nur stehlen, wenn ich das richtig sehe. Muss das auch sein hier. Okay, die 36 Lehren, Lektion 1 von Vivek. Ja, also ich glaube, wenn wir jetzt wirklich alle Bücher uns geben, dann... Da war aber gerade wieder ein Sivi. Bitte was? Gerade auf der letzten Seite war schon wieder ein Sivi. Ja. Und hier kann man jetzt auch Sitzgelegenheiten benutzen. Ne? Das geht das? Cool. Ja, guck mal. Nicht schlecht. Oh, das ist cool. Ach. Ach, guck mal hier. Lemmy ist auch da. Läuft. Und jetzt geht er. Nee. Jetzt setzt er sich auch hin. Der testet auch gerade erstmal so die Sitzgelegenheiten. Die Sitzgelegenheiten aus, genau. So, sprecht mit Gouverneurin Salvi. Wo ist die denn? Ist ja, die hier unten? Mit Sicherheit nicht im Keller. Wieso nicht? Hier liegt noch ein Brief. Flugblatt des Paktes. Herzlichen Glückwunsch.
Flugblatt des Paktes, herzlichen Glückwunsch. Jetzt, da ihr kein Sklave mehr seid, auf Befehl der Allianz, die im Folgenden als Ebenherzpakt bezeichnet wird, und mit Zustimmung der Beschlussorgane von Himmelsrand, Morrowind und Schwarzmarsch, wird hiermit verkündet, dass jetzt und für immer die Sklaverei abgeschafft ist in allen Territorien und Fürstentümern des Paktes. Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid jetzt kein Sklave mehr! Ob ihr euch jetzt als Mensch oder mehr Argonia, Ork oder Khajiit betrachtet, wisset und verstehet, dass eure Ketten gesprengt wurden und ihr jetzt ein freies und unabhängiges Wesen seid, ein Bürger des Pakts mit allen Rechten und Pflichten dieser einzigartigen Ehre! Ja, cool. Ich glaube, da wäre noch eine zweite Seite gekommen, ist aber nicht schlimm. Was ist? Da wäre noch eine zweite Seite gekommen, es ist aber nicht schlimm. Tatsache? Mit Sicherheit. Siehst du? Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie geht es nun weiter? Was macht jemand, der als Sklave geboren wurde? Nun, mit seiner so plötzlich gewonnenen Freiheit? Die Antwort lautet natürlich, was immer ihr wollt. Das ist ja das Wunderbare an einem Leben als freies und unabhängiges Wesen. Berater und Betreuer werden durch Morrowind reisen, mit Ausnahme bestimmter Regionen, die noch nicht bereit sind, dem Entschluss des Ebenherzpaktes zu akzeptieren und euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, damit euer Übergang vom Sklaven zum freien Lebewesen einfach und schmerzlos vonstatten geht. Willkommen beim Pakt, wir freuen uns, dass ihr frei seid. Die folgenden großen Häuser der Dunkelelfen stimmen diesem Entschluss zu und werden sich an ihnen halten. Induril, Lalu und Redoran. In den anderen dunkelelfischen Territorien sind weder Bürgerschaft noch Freiheit garantiert. Sorry, dann war ich wahrscheinlich zu schnell. Das musst du dann rausschneiden. Ne? Ja, sicher, warum nicht? Oder ich lasse es drin. Weil Fehler passieren. Kann ja auch keiner riechen. Ist da jemand? Das darf man in Horrorfilmen nie fragen. Bitte? Das darf man in Horrorfilmen nie fragen. Ist da jemand? Das ist nur leer. Ach so ein Kack, aber nur noch das Brot mit. Bitte? Nimm doch das Brot mit. Komm, steh doch auf. Da kommt keiner. So. Geh doch. Das ist übrigens hartes Brot von vorgestern gewesen. Oh, schön. Was ist das da unten? Ich glaube, das ist eine Rüstung da unten. Kann man die nehmen? Sieht nicht so aus. Nee. Weiß nicht. Sieht schlecht aus. So, das hatten wir ja schon untersucht. Da war jemand dran. So, und jetzt geht's ab zu Gouverneurin Salvi. Hier hinein. Richtig? Was denkst du denn? Ich gehe dort hinein, weil ich denke, dass das richtig ist. So ist es. Da ist sie! Hast du gerade die Tasche gesehen? Die sehen so witzig aus. Ist toll, ne? Mhm. Ja, wieder. Da, guck mal. Das ist super. Das ist richtig super, ja. So witzig. Da, jetzt nochmal. Ne, wenn die dann einfach so in die Tasche greifen oder eine Karte rausholen oder so, das ist echt top. Ja. Dies sind die Details. Als Gouverneurin dieser Region habe ich Fragen, die beantwortet werden müssen. Wir haben euch in den Trümmern eines Sklavenjägerschiffs gefunden. In einem anderen Wrack fanden wir eine Schatulle mit eurem Namen. Ich gebe euch die Schatulle, wenn ihr mir die Wahrheit sagt. Ich habe einer Agentin der Murakton geholfen. Sie hatte einen Schrieb für die Ermordung des Sklavenjäger-Captains. Ach ja, und wo ist dieser Schrieb? Ich sehe keinen Schrieb. Und ohne Schrieb ist dies ein Mord. Nehmt eure Schatulle. Aber wir halten euch fest, bis ich Beweise für eure Behauptung habe. Ich habe keine Geduld mit Hochstaplern oder Sklavenjägern. Gut, aber dafür ist sie trotzdem ziemlich spendabel. Es gibt eine durchnässte Kassette, einen Fertigkeitspunkt und wir kriegen sogar eine neue Fertigkeitslinie Seelenmagie und 56 Gold. Ich meine, hallo? Das ist cool, ne? Einen Augenblick, Gouverneurin. Hier ist mein ehrbarer Hinrichtungsschrieb für den Sklavenjäger-Kapitän. Da ist sie. Diese Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Wir sind hier fertig, Held, aber keine Sorge. Wir sehen uns ganz bestimmt wieder. Okay.
Okay. Ich schätze, ihr könnt jetzt gehen und wir lassen eure Namen aus den offiziellen Aufzeichnungen. Zwingt mich nicht dazu, das zu bereuen. Wow. Das ist ja gerade noch mal so gut gegangen, wa? Mhm. Guck mal rein. Geil. Du kriegst eine neue Hose, einen Bogen, einen Seelenstein und Dietriche. Läuft. Leider schwere Rüstung. Nicht schlimm, besser als die Sklavenhose. Je nachdem, also wenn ich jetzt hier irgendwo hinkomme, wo man craften kann, könnte ich mir aber noch ein bisschen. Keine machen. Bitte? Das dauert aber noch ein bisschen. Deswegen will ich die Hose schon noch anziehen. Also wenn wir jetzt erstmal bessere Rüstung kriegen, Schutz ist nicht verkehrt. Die hier war das, ne? Ja. Der sieht ja auch komisch aus. Wir können über das Menü den Helm auch ausblenden. Genau, das war... Escape, Einstellungen, Spielwelt und dann Kopfbedeckung verbergen. Ist in der Nähe von Beuteverlauf, genau darunter. Noch ein weiter runter. Da. Jawohl. Achso, sieht doch noch netter aus. Ja, wir sind doch sonnenhübschen, also dann finde ich... Finde ich auch. Ja. So, dann haben wir jetzt hier die Quest... Was? Andere Richtung, bitte. Weil wir wollen noch den... Ich weiß das zum Glück schon, weil ich habe das ein paar Mal jetzt gespielt, aber wir müssen auf den Vorplatz, weil da ist noch eine Himmelsscherbe. Ah, okay. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich da noch reingrätsche, so zwischendurch. Absolut nicht. Ne, weil... Jetzt hinter dir, rechts... Da! Und jetzt machen wir wieder unsere Schwebenummer. Abgehoben. Hörst du im Hintergrund die Musik? Boah, geil. Nimm mit, Handwerksstil der Bretonen. Guck mal. Ein Handwerksbuch. Wie geil. Und Gold. Und wir sind direkt ein überlegender Plünderer geworden. Läuft. Stark. Ja, aber wo ist es denn? Da. Und zack, wir können den bretonischen Stil. Yes. Sehr cool. Das heißt, wenn wir nämlich jetzt demnächst an irgendwelche Crafting-Werkstätten kommen, das heißt, wir können unsere eigenen Klamotten herstellen, können wir das Ganze jetzt auch im bretonischen Stil machen und nicht nur im argonischen. Ne? Und das ist schon eine ziemlich gute Nummer, weil die Bretonen sind durchaus gut gekleidet. Mhm. Wobei ja der Stil der Dunkelelfen auch ziemlich cool ist. Ich schau mal dieses Bücherregal hier. Bücherregale immer wichtig. Sollte man ja immer mitnehmen, immer durchsuchen. Und das hatte ich gerade hier auch versäumt. Warte mal, das hier auch. Ja. Warum immer in die Bücher gucken? Ganz einfach, weil man nämlich dort immer mal wieder Fertigkeiten lernen kann. Ne? Dass man irgendwie besser in Schwertkampf wird, besser in was auch immer, Ausdauer oder so. Oder im Bogenschießen. Da wir uns gelevelt haben, können wir, glaube ich, sowieso Fertigkeitspunkte und Skillpunkte verteilen, wenn wir das jetzt schon machen wollen. Da sind wir wieder draußen. So. Jetzt müssen wir ja die nächste Quest annehmen, ne? Bitte, hilf mir doch jemand. Wir brauchen Hilfe. Auf der Straße nach Seldanain liegt eine verwundete Wappenträgerin. So viel Blut. Sie braucht Hilfe. Sagt mir, was geschehen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Die Kriegswappenträgerin begleitete Kanonikerin Valasar auf einer Mission für Fürst Vivek, aber es muss etwas Schreckliches geschehen sein. Kanonikerin Valasar hat mich losgeschickt, um nach Hilfe zu suchen. Sie ist auf der Straße gleich vor den Toren von Cedarnain. Werdet ihr ihnen helfen? Ich gehe Kanonikerin Valasar suchen. Geil. Erkundet Vivek und trefft Fürst Vivek. Nö, wir müssen natürlich das, genau, diese Quest. Göttliches Rätsel. Das ist das, was wir jetzt machen wollen. Mit der Kanonikerin sprechen. Man muss da eben kurz leveln, bevor wir loslegen. Irgendwas kratzt hier. Boah, das nervt total. Ich hab wieder das Ding nicht. So. Das Mauspad. Du merkst das gar nicht, ne? Hier sind so Kratzer auf dem Tisch. Das ist total nervig. Immer was zu meckern. Immer was zu meckern. So.